Ihr wollt Shiny Pokémon wie Kindwurm, Lavitar oder Zombies, ohne überhaupt eure Hände am Controller zu haben, dann seid ihr hier genau richtig, Leute. Im heutigen Video zeige ich euch, wo die perfekte Stelle ist, um AFK-Shinies zu farmen, und ich habe es schon öfter gemacht und es klappt jedes Mal. Wenn euch dieses Tutorial helfen sollte, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Das wäre super, super lieb von euch und hilft mir sehr weiter. Wenn ihr ein Abo da lasst, um noch mehr Pokémon-Content hier zu sehen, würde mich auch sehr freuen. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los und holen uns schon mal die Shinies ab. Als erstes fliegt ihr zum Aussichtsturm in der östlichen Zone 3 und da geht nämlich das Ganze los. So, da sind wir auch schon und ich würde sagen, ich zeige euch jetzt ganz genau, welche Baguettes ihr machen könnt, um die Pokémon zu bekommen, die ihr sucht. Als erstes machen wir hier mal Picknick auf und dann muss ich mal eben das Rezept raussuchen. Ich werde euch das Rezept auf jeden Fall auch einblenden und dann mache ich einmal für euch ein Lavita-Baguette, dann mache ich einmal ein Kindwurm-Baguette und ein Zombies-Baguette. Und Zombies wird das sein, was ich gleich suchen werde, weil das habe ich noch nicht. Für Lavita ist super, super easy, dafür braucht ihr nur eine Gurke, eine Gewürzgurke und dreimal Bacon. Zack, 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 hier. Und dann gehen wir hier einmal rüber und irgendwelche von euren Gewürzen, die ihr habt. Da, wir nehmen jetzt mal Süßes und Salziges. Ich baue das Ding zusammen und dann gucken wir, ob es geklappt hat. Haben wir fertig. Jetzt noch hier Deckel wegwerfen, Piekser rein. Wunderschönen Wunderkerzen-Piekser. Und dann gucken wir mal, ob es geklappt hat. Schillerkraftgestein, Titelkraftgestein, Begegnungskraftgestein. So soll es sein. Lavita hatten wir schon mal fertig. Jetzt mache ich noch Kindwurm und Zombies auch fertig. Für Kindwurm brauchen wir eine Gurke, eine Gewürzgurke und drei Avocados. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen. Bei Gewürzen dürfen wir nicht zweimal sauer nehmen und wir dürfen nicht zweimal süß nehmen. Also müssen wir hier irgendwie scharf und salzig oder so. Wir nehmen jetzt mal irgendwelche anderen und ich baue es wieder fix zusammen. Ist das nicht das Schönste, was ihr je gesehen habt? Seid mal ehrlich, das sieht schon echt schmackhaft aus. Und da haben wir Schillerkraftdrache, Begegnungskraftdrache und Tierkraftdrache. So soll es sein. Nächstes, jetzt zeige ich euch noch das Letzte und damit gehen wir dann da rein, weil Zombies will ich haben. Für Zombies brauchen wir eine Gurke, Gewürzgurke und dreimal Räucherfilet. Heißt das Ganze hier da? Drei Räucherfilet. Denn Gewürze sind komplett egal, könnt ihr nehmen, was ihr wollt. Baller ich jetzt die beiden hier rein. Und dann gehen wir rein in die Höhle. Ich bin gespannt, ob wir schnell was finden. Ich hoffe. Schillerkraft Unlicht, Begegnungskraft Unlicht. Wieder geklappt hier. Alles First Try. Ich kann es gar nicht glauben. Nichts ist runtergefallen. So, und jetzt danach lauft ihr einfach Richtung Norden. Und wenn ihr die ganze Zeit geradeaus lauft, dann seht ihr schon hier hinten in diesem Loch da, ist so eine Höhle. Und da müssen wir einfach nur dem rechten Gang folgen. Und da ist natürlich das Spiel wieder perfekt programmiert. Nämlich, da werden gleich die Pokémon einfach aus der Wand fallen und ihr müsst dafür nichts tun. Es ist wirklich großartig. So, wir laufen hier einmal so lang und wir müssen hier einmal ganz schnell durchhuschen. Meistens sind hier schon irgendwo Pokémon. Und dann stellen wir uns hier hin. Die werden wir mal eben wegprügeln, weil die werden uns gleich wahrscheinlich nerven, wenn wir das machen, das Ganze. Und wenn ihr hier aufgeräumt habt, okay, es kommen die ganze Zeit neue. Und Dankeschön, Zombies, du machst mir mein Video kaputt. Weg mit dir. Dann könnt ihr euch entweder hier auf den Stein stellen und die ganze Zeit Picknick resetten, weil es kommen immer nur 15 Spawns, das ist normal, es können nur 15 spawnen, dann ist Feierabend für euch immer. Wenn ihr in der Gruppe seid, dann kann jeder 5 einspawnen, da könnten im Prinzip 20 an einer Stelle sein. Aber ich würde es so machen und einfach hier ein Pokémon reinschicken, mich hier hinten hinstellen und den einfach die ganze Zeit knechten lassen. Und in der Zeit könnt ihr eigentlich die Hände vom Controller nehmen und könnt einfach nur warten, bis da ein Shiny aus der Wand fällt. Also es ist wirklich so, es ist mir on-stream passiert, ich habe einfach nebenbei andere Sachen gemacht, habe einfach die ganze Zeit mein Pokémon kämpfen lassen und ich habe wirklich on-stream Shiny Kindwurm gefunden, so. Und ich habe mein Lavita super, super schnell so gefunden. Es ist echt wild. So ein kranker Bug, man muss einfach nichts tun. Vielleicht muss ich da hinten mal weghauen, weil die sind ziemlich weit hin. Ich glaube nicht, dass er da ganz hinrennt. Dass der Picknick Reset hier geht, werde ich euch auch nochmal ganz kurz zeigen. Hier, stellt euch einfach hier auf diesen komischen Stein, der aussieht wie ein Pokéball. Zack, einmal Picknick raus. Dann wieder zumachen direkt und dann kommen wieder komplett neue Zombies aus der Wand die ganze Zeit. Und da plumpsen sie wieder. Ist das nicht wundervoll? Ich glaube, jetzt habe ich sogar die perfekte Stelle gefunden. Der haut die einfach direkt weg, wenn die aus der Wand kommen. Die kriegen einfach die ganze Zeit direkt einen auf den Döns. Hello there. Leute, Shiny ist da. Hier ist es. Ich wollte es zumindest einmal durchziehen und euch zeigen, dass es wirklich klappt. Zombies. Und ich werde das direkt noch. Ich lasse nicht Trugschlagen. Und nur, das ist ein Geist. Oh no, Hypnose. Und dann im Luxusball natürlich. Shinies immer in den Luxusball, Leute. Und es ist drin. Das ging schnell, hä? Fangen wir viel einfacher als suchen. So, aber auf jeden Fall, Leute, hier könnt ihr auch Shiny Lavita finden. Genau selbe Stelle, kommt auch aus der Wand. Und Shiny Kindwurm finden bei Purpur. Also auf jeden Fall, das sind ja Version Exclusives. Da könnt ihr die immer nur jeweils hier in Karmesin Lavita finden. Und bei Purpur halt Kindwurm. Ich kann euch auch gerne die Clips einblenden. Ich habe die nämlich im Stream gefunden. Und bei mir ging es echt super schnell im Stream. Das war unnormal. Echt cool. Ich liebe diesen Spot und ich wollte euch den unbedingt zeigen. Oh, Shiny! Oh mein Gott, ich hab Shiny! Ich hab's nicht gesehen! Oh mein Gott, ich hab's nicht gesehen. Pokémon, Luxusball, los! Da ist er drin.
Leute, so schnell kann es gehen. Oh, ich habe einfach Reshiram vor mir rumfliegen. So, und jetzt gehe ich wieder hier hin. Kalzone, nee, Kalzone auch nicht. Nee, eigentlich nicht. Das ist Shiny! 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 Das ist erster, der rausgefallen ist da. In der ersten Runde. Direkt. Oh mein Gott, ist drin. Let's go. Oh mein Gott. Das war crazy. So, Leute, das war's dann auch von meinem kleinen Tutorial. Ich hoffe, euch hat's gefallen und geholfen. Wenn ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr positiv bewertet. Das wäre super, super lieb von euch und dafür sehr weiter. Wenn ihr abonnieren wollt, das wäre noch viel lieber von euch. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Shiny Hunt und viel Erfolg.